Ja, wir müssen natürlich auch sehen, von welcher Zeit wir sprechen. Der marxistische Historiker Hobsbawm hat das 20. Jahrhundert genannt als die Zeit der Extreme. Die Zeit totalitärer Ideologien, die Zeit totalitärer Regime. Wenn wir uns das anschauen, dann wird das offensichtlich, dass sich all das auch bei uns hier wiedergespiegelt hat. Und der französische Historiker Enzo Traverso hat ein sehr spannendes Buch geschrieben, hat geschrieben über den europäischen Bürgerkrieg von 1914 bis 1945. Und er sagt, hier bei uns und am Balkan hat der antifaschistische Widerstand drei Dimensionen gehabt. Zum einen die Dimension des Widerstandes, des nationalen Widerstandes, aber er hat auch die Dimension des Klassenkampfes gehabt und die Dimension des Bürgerkriegs. Und es ist interessant, dass in der Rezeption der Geschichte jetzt in Slowenien und bei uns die Partisanen nur das Nationale betonen, sagen, na, wir wollen nur nationale Befreiung, Klassenkampf und Bürgerkrieg, nein. Und auf der rechten Seite wird nur gesagt, ihr wollt nur Kommunisten. Und deswegen glaube ich, das ist so wichtig, hier diesen Dialog zu führen, um nämlich Versöhnung und Wahrheit. Es geht um Versöhnung und Wahrheit. Und Wahrheit ist immer unterschiedlich. Nicht? Wir haben unterschiedliche Wahrheiten. Aber wenn wir bereit sind, für Versöhnung zu arbeiten, dann müssen wir uns mit unterschiedlicher Wahrheit auseinandersetzen. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass hier ein Prozess in Gang gesetzt wird, der eben zu einer neuen Dimension des Zusammenlebens führt. Und das, glaube ich, ist das Interessante und das Wichtige. Wir leben in einer so wunderschönen Welt. Wir sind in einer Alpen-Adria-Region, die sprachlich-kulturell vielfältig ist. Wir könnten aus unserer Erfahrung, und jeder kennt in seiner Familie Opfer und Täter, ja? Wir könnten genau diese Geschichte umdrehen und sagen, jawohl, wir haben in dieser Region diese und diese Fehler begangen, aber wir haben aus der Geschichte gelernt und wir machen jetzt so quasi eine Friedensregion Alpen-Adria, wir möchten kooperieren und zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass das eine spannende Herausforderung wäre für uns alle. Ja, das stimmt wirklich. Ich hätte noch eine Schlussfrage, damit es nicht so lang wird. Wie wichtig ist Konsensarbeit und Erinnern an die konkrete Zeitgeschichte, um eine Wiederholung? Ah, okay.